So, aber jetzt gucken wir uns erstmal auf der Karte. Oh. Huch. Huch. Hm. Dann ist wohl unser nächster Auftrag irgendwo unter Wasser. Ach stimmt, stand ja auch unter Wasser, aber ich meine unter diesem Weg hier. Und ich hoffe mal, dass hier nicht zu viele Feinde unterwegs sind. Oh, cooler Zauber. Dädroff beschwören. Können wir dann mal ja irgendwann mal ausprobieren. Dann kann ich euch einen Dädroff demonstrieren. Haben wir da hinten was? Da ist doch was am Boden. Jawohl, das war eine Ratte oder eine Krabbe oder so. Nichts Großartiges. Hier haben wir ein Skelett. Wahrscheinlich ist es so eine standardmäßige Untotenruine oder irgend sowas. So, kann man hier schon zurücklatschen? Nein, habe ich mir schon fast gedacht. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal dem Weg hier wieder folgen müssen. Schauen wir erstmal, was diese große Halle hier so zu bieten hat. Was? Ich schwöre, die Ratte ist gerade eben vor mir gespawnt. Direkt vor mir. Oder vielleicht hatte ich vorher einfach einen Anzeigefehler oder sowas. Und hier haben wir irgendwie eine Falle, nehme ich mal an. Moment, nur ein kleiner Test. Ich habe diesen Besen absichtlich aufgenommen, glaubt mir. Ich will mal gucken. Na, wo ist er? Da, Besen. Ich will einfach irgendeinen etwas schwierigeren Gegenstand haben. Hoppala, falsche Taste. Mal gucken. Hm. Ich dachte, das Ding wird jetzt hochfahren oder so. Ich will es lieber... Okay, ich wollte eigentlich gerade sagen, bestimmt wenn hier genug Gewicht drauf ist, dann rast das Ding nach oben in irgendwelche Stacheln rein. Aber ich weiß nicht, ob man das auf YouTube jetzt gehört hat, beziehungsweise ob ihr das gehört habt. Aber ich habe eine Stimme gehört. Und sie war gar nicht mal so weit weg. Okay, hier kann sie schon mal nicht gewesen sein. Denn hier geht es nur ins nächste Gebiet. Da. Hier drüben, auf der anderen Seite. Wahrscheinlich muss ich erstmal in das nächste Gebiet gehen und dann so außenrum, ja. Sieht nicht aus, als ob es irgendwo eine andere Verbindung gäbe. Es sei denn, wir finden hier noch irgendwo einen Schalter, den ich mal wieder... mit einer für mich typischen Glanzleistung übersehe. Hallo, wer ist da? Niemand. Er hat gerade eben gefragt, wer ist da? Haben wir vielleicht unter dem Gitter einen Knopf? Nee. Sieht nicht so aus. Ja gut, dann wird der Kerl sich noch ein bisschen gedulden müssen und wir gehen erstmal eine Runde tauchen. Moment, wo war das hier? Auf der 6 hatte ich den Wasseratmungszauber. Bin ich froh, dass der Atem nicht runtergeht, wenn man unter Wasser ein Schloss knackt. Das wäre ganz schön... Ja, es wäre zwar realistischer, aber nicht unbedingt angenehm. Nein! Und irgendwie scheint der erste Versuch nie so wirklich klappen zu wollen. Aber zumindest funktioniert es meistens beim zweiten. So, keine Fische. Schwere Truhe, 500 Gold. Oh, schon über 8000. Nice. Bald haben wir schon over 9000. Aber erstmal der nächste Auftrag. Abgeholt. Mhm, wir sollen zu einer Statue. Ein Waldelf besucht die Statue jeden Abend. Wenn ich ihn sehe, muss ich ihn töten. Er ist vorgewarnt. Und er wird uns sofort angreifen, wenn er uns ertappt. Wahrscheinlich ist ein Schleichangriff die beste Wahl. Sagt mir der Questtext. Oh, ich hätte auch hier oben rum können. Das Knacken wäre gar nicht nötig gewesen.
So, was wollte ich schauen? Ah ja. Lesen wir uns mal den Auftrag nochmal richtig durch. Und nicht dieser halbherzige Tagebucheintrag. So, der nächste Auftrag. Ich muss euch zu einer weiteren guten Arbeit gratulieren. Havilstein Reifblut war mehr ein Schwein denn ein Mann und hat es verdient, bebend wie ein Tier zu sterben. Jetzt dürft ihr nicht aufhören. Ihr müsst weiter töten. Euer nächstes Ziel ist ein Waldelf namens Ungolim, der in der Stadt Braville lebt. Braville ist außerdem die Heimat einer antiken Statue, die als glückliche alte Dame bekannt ist. Diese gilt als Symbol von Glück und Wohlstand und die Narren von Braville sprechen häufig zu der Statue und wünschen sich gute Nachrichten. Jeden Abend besucht der arme, liebeskranke Ungolim die Dame und fleht verzweifelt um das Herz einer jungen Maid. Diese Maid ist verheiratet und ihr Gatte hat von Ungolims Zuneigung zu seiner Braut erfahren. Wie es scheint, fürchtet die Konkurrenz, er hat die dunkle Bruderschaft beauftragt, in der Angelegenheit zu helfen. Ihr müsst nach Braville reisen, Ungolim finden und töten. Der Waldelf besitzt ein Haus in der Stadt, doch er verbringt seine Tage sicher hinter verschlossenen Türen im Inneren. Ich würde empfehlen, bei der Statue der glücklichen alten Dame auf der Lauer zu liegen und Ungolim umzulegen, wenn er zu seinem allabendlichen Besuch kommt. Nach allem, was man so hört, ist Ungolim ein tödlicher Bogenschütze und furchtloser Gegner. Außerdem habe ich Grund zu glauben, dass er mit Ärger rechnet und so mag er euch, wenn er eine Gefahr spürt, auf der Stelle angreifen. Seid wachsam und streckt Ungolim nieder. Ihr dürft nicht scheitern. Wenn Ungolims Leiche gebrochen zu Füßen seiner lieben Dame liegt, müsst ihr in die Stadt Anvil reisen. Euer Übergabepunkt ist in einem Fass hinter der Arena der Stadt. Wie üblich warten dort euer Lohn und euer nächster Vertrag auf euch. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was dieser Ungolim so drauf hat. Ein tödlicher Bogenschütze, das kennen wir doch irgendwoher. Jawohl. Also, Moment, hauen wir mal Infravision rein. Yay, Illusion verbessert und wir können auf Stufe 9 aufsteigen. Sehr nice. Aber da es jetzt öfter mal Bedarf zu geben schien, dass wir doch mal ein paar Dungeons machen, auch wenn ich Ruinen nicht unbedingt so super gerne mache. Aber da es scheinbar Bedarf gab, wollen wir trotzdem mal zumindest diese Ruine ausräumen. Und da haben wir schon unsere erste Kandidatin. Und wir haben sie schon umgenockt. Hallo? So, die Ratte haben wir so um die Ecke erwischt, wie mir scheint. Jawohl. So, ich höre noch Kampfmusik. Ich sehe noch das Auge. Ich höre das Zischen eines Pfeiles. Na, wo ist er denn? Bestimmt habt ihr ihn schon wieder gesehen. Stone links, Stone rechts, Stone oben, Stone unten. Ja, wo ist er denn? Hä? Oh, was ist los? Fängt das Baby jetzt an zu heulen? Moment, gehen wir mal nach Sounds. Ich höre ihn hier. Looten wir erstmal in aller Ruhe die Pfeile. Ich habe ihn irgendwo von hier gehört. Hallo? Hä? Moment, ich drück mal diesen Knopf. Aha. Aha. Da. Ich hab dich, du Drecksack. Ich hab dich genau gesehen. So, diesmal wissen wir, wo dieser Kerl rumläuft. Und zwar hier oben auf dem Balkon.
Ich weiß zwar noch nicht wirklich, wie ich da hinkomme, aber das werden wir gleich für uns rausfinden. Alter. Diese fucking Lags. Nein, das wollte ich gar nicht aufheben. Ich muss mal echt so ein bisschen hier an den Einstellungen... Nee, das ist nur ein Stein. An den Einstellungen etwas rumfummeln für... oder meinen PC wieder defragmentieren. Das wäre aber ziemlich kacke. Ich habe den schon vor kurzem defragmentiert und dann ging er auch echt schneller. Aber ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Das ist doof. So, da ist der Kerl. Tja, ich kann dich treffen. Aber jetzt bist du mir aus dem Blick raus. Aus dem Blickfeld. Gut, egal. Wir beschäftigen uns mit so Kleinkram, den kein Schwein interessiert. Gehen wir mal den Weg entlang. Was ist das? Muss der Wind gewesen sein. Genau, muss der Wind gewesen sein. Du hast es begriffen, mein Freund. Hä? War das der Bogenschütze, der das gerade eben gesagt hat? Ich finde das immer merkwürdiger. Jetzt hab ich gerade eben einen Khajiit gehört, der gesagt hat, was ist das? Muss wohl der Wind gewesen sein. Aber... Huch? Hä? Hier ist... Das? Was? Fuck! Die Stimme war gerade eben richtig laut. Meine Kopfhörer sind so ein bisschen lauter eingestellt und gerade eben richtig nah neben meinem linken Ohr so. Was? Hier sollen die Türen irgendwo sein. Aber hier ist der Altar oder dieser Tisch im Weg. Das heißt, das wird nicht aufgehen. Dann ist das irgendwo über mir oder unter mir? Verdammt. Hier muss noch irgendwo einer von diesen Schaltern sein. So, da oben ist noch der Kerl, der Bogenschütze von vorhin. Hoppala. So, diesmal haben wir ihn auch ausgeknockt. Also falls es derselbe war, den wir vorhin beschädigt hatten. Aber wie kommen wir da hoch? Moment. Vielleicht reicht es, wenn wir meine Amazing Acrobatic Skills benutzen. Jupp. Jupp. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, hier hochzukommen, aber... Ich habe diesen Übergang einfach mal eiskalt weggeskillt. So, dies und das. Oh, und hier haben wir wieder einen Schalter. Okay, jetzt haben wir alle Dinger hier nach oben gezogen, was auch immer das uns gebracht haben mag. Ich weiß es nämlich nicht. Ich finde es zwar auch nicht schlecht, ohne Infravision rumzulaufen, weil dann dieser ganze Dungeon immer so ein schönes, schummriges Feeling von sich gibt. Aber ich möchte ja schließlich auch, dass ihr was richtig sehen könnt. Falls euch aber die normale Dungeon-Dunkelheit nicht stört, wenn es euch hell genug ist, dann schreibt das wieder in die Comments, damit ich Bescheid weiß. Nornal Nor. Nornal Lor. Okay. Klingt wie das nächste Gebiet. Ja, diese Dungeons sind ziemlich groß, wie ihr merkt. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen? Hier, Dingens, schreibt in die Comments, wenn euch der normale dunkle Dungeons, also ohne Infravision, nicht zu dunkel ist, weil dann laufe ich vielleicht ab jetzt mit ein bisschen weniger Infravision rum. Da hätte ich nämlich eigentlich auch nichts gegen, weil ich mag es, wenn es so ein bisschen dunkler ist und man so richtig im Feeling des Dungeons drin ist. Oh je, das wird ja richtig groß hier. Ja, Leute, hier seht ihr mal, warum ich es nicht unbedingt vorziehe, in random Dungeons reinzugehen, die halt nicht für die Story gedacht sind. Ich meine, huch, da ist ja ein Fisch.